Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des AVD, des Automobilclubs von Deutschland. Wir kümmern uns heute um ein Nutzfahrzeug und das hat einen Grund, denn wir starten zur Probefahrt mit dem Opel Vivaro e Hydrogen, einem elektrisch angetriebenen Transporter mit Wasserstofftanks. Zwei Welten in einem Video, das ist der Opel Vivaro e Hydrogen, ein elektrisch angetriebener Transporter, der Wasserstofftanks und eine Wasserstoffbrennstoffzelle an Bord hat. Was bedeutet das? Ordnen wir ihn mal in der Modellpalette ein. Es gibt den Opel Vivaro auch als Verbrenner, als Diesel mit verschiedenen Leistungsstufen. Damit kann man dann natürlich Langstrecken gut abreißen, mit viel Ladung an Bord und dann schnell mal zum Tanken rechts ranfahren, den Tank wieder füllen und weiter geht's. Bis zu 177 PS stark ist der Diesel und den gibt es als Schalter- und als Automatikvariante. Dann gibt es den batterieelektrischen Opel Vivaro. Hier sind zwei Batteriegrößen zur Wahl, 50 Kilowattstunden und 75 Kilowattstunden Speicherkapazität. Wenn ich also weiß, ich bin mit meinem Fahrzeug auf entsprechenden Kurz- und Mittelstrecken zum Beispiel unterwegs, entweder ich habe einen Lieferdienst oder bin Handwerkerbetrieb mit Kunden in diesem Radius und weiß auch, ich bin zum Beispiel jeden Abend wieder zu Hause in meinem Betrieb, kann da das Auto laden oder habe unterwegs eine Möglichkeit, wo das Auto dann auch mal steht, zum Beispiel während der Montage, während einer Lieferung, während der Mittagspause, wie auch immer, dann kann man sich natürlich auch das Profil dafür dann zurechtlegen. Oder man sagt, ich möchte elektrisch fahren, aber möchte dann auch meine Tankstops nicht oder Ladestops nicht vorher planen müssen, sondern auch spontan tanken und bin in Gebieten unterwegs, wo es eine Wasserstofftankstelle gibt, das ist ja auch noch wichtig, dann ist vielleicht eher hier das Auto, das Nutzfahrzeug der Wahl. Hier mal auch den 100 kW oder 136 PS starken Elektroantrieb, der die Vorderräder antreibt an Bord. Als Energieträger steckt Wasserstoff in drei Tanks. 4,4 Kilo Wasserstoff sind mit 700 Bar Druck dort gespeichert, wo beim rein batterieelektrischen Vivaro e das große Akkupaket sitzt und der Wasserstoff reagiert dann in den Brennstoffzellen-Stacks mit der Umgebungsluft. Dann entsteht zum einen Wasserdampf als Abgas in Anführungszeichen und elektrische Energie, die dann eben zum Vortrieb des Elektromotors genutzt wird. Der Vivaro e ist damit als Hydrogen in der Tat das Beste aus zwei Welten, also dem Tanken, wie man es vom Diesel kennt, und dem elektrischen Fahren und damit eine ganz gute Kombination für Nutzfahrzeugfahrer, die eben dann auch die Möglichkeit haben, ihre Infrastruktur in der Nähe in Sachen Wasserstofftankstellen eben ansteuern zu können. Optisch unterscheiden sich die Vivaros nicht. Klar, es gibt verschiedene Ausstattungslinien, verschiedene Felgendesigns etc. Und natürlich erkennen wir es an den E-Kennzeichen, dass die Elektro-Vivaros so auch der Hydrogen ein E-Kennzeichen haben darf und dann sehen wir auch die Ladeklappen an den Autos. Das hat auch seinen Grund, denn auch der Vivaro e Hydrogen kann geladen werden. Er ist nämlich ein Plug-in-Hybrid mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Unter der Beifahrersitzgelegenheit ist ein 10,5 Kilowattstunden großer Akku. Der bringt bis zu 50 Kilometer Reichweite. Das System insgesamt, also die Energie aus dem Akku und der Wasserstoff in den Tanks, bringen 400 Kilometer WLTP Reichweite und das ist in der Tat ein großer Vorteil, wenn ich jetzt nämlich vielleicht die Wasserstofftankstelle entweder nicht mehr ganz ansteuern kann oder ich fahre viele kurze Strecken, kann das Auto laden in meinem Betrieb, dann stecke ich ihn am Typ 2 Stecker an und er lädt sich seinen Akku voll, damit mache ich eben die Kurzstrecke rein elektrisch und bin dann auf dem Weg zu meiner Arbeitsstelle, zu meinem Kunden, wie auch immer und kann dann den Wasserstoffvorrat nutzen und das hilft natürlich auch ein bisschen bei der Autarkie und der Autonomie des Fahrzeugs, unabhängig von der Infrastruktur.
Den Vivaro gibt es in zwei Längen, auch als Hydrogen. Die M-Variante ist 4,96 Meter lang, das Modell L 5,31 Meter. Die unterscheiden sich natürlich im Ladevolumen. Hier haben wir die kürzere Version, die bietet 5,3 Kubikmeter und die lange Karosserie dann 6,1 Kubikmeter, 6100 Liter Ladung. Eine Tonne beträgt die Nutzlast. Da unterscheidet sich der Hydrogen nicht vom batterieelektrischen Vivaro und die teilen sich auf zwischen einmal der Ladung dann hier im Laderaum und einer Anhängerlast. Also er kann auch bis zu 1000 Kilogramm schwere Anhänger ziehen, aber dann muss ich eben schauen, 500 Kilo im Auto, 500 der Anhänger mit Ladung oder wie auch immer das dann verteilt wird. Und dann geht's auf Fahrt und das machen wir jetzt zwar ohne Anhänger, aber mit mir am Steuer. Im Transporter sitzt man naturgemäß vor der Trennwand zum Laderaum. Das ist ja auch ein Sicherheitsmerkmal. Den Fahrer- und den Beifahrersitz kann ich dann manuell verstellen. Ich bin 1,92 Meter groß und passe dann hier vom Verstellbereich auch gut hinter das Lenkrad. Unter dem Beifahrersitz, wie gesagt, liegt die 10,5 Kilowattstunden große Batterie. Die behindert hier aber auch nicht den Durchstieg und den Lebensraum. So ist es ja durchaus bei einem Nutzfahrzeug, dass man da eben viel, viel Zeit verbringt. Und dann kann ich noch das Lenkrad in der Höhe und in der Weite einstellen, um mir dann hier meine für mich ideale Sitzposition zu finden. Ganz wichtig bei so einem Fahrzeug im Dauereinsatz ist natürlich das Thema Ablagen. Da haben wir hier eine große Ablage zwischen den Sitzen. Da kann ich zum Beispiel ein Klemmbrett, einen kleinen Laptop oder ein Tablet dann hier ablegen. Dann gibt es hier ein Ablagefach, auch ein weiteres hier in der Mittelkonsole. Da kann man zum Beispiel das Smartphone hineinlegen, Taschentücher, wie auch immer. Dann haben wir ein Handschuhfach, da oben noch ein weiteres großes Ablagefach und auch hier mittig im Armaturenbrett ein weiteres Fach. Alle verschließbar. Das ist natürlich gut, dass da nichts herumliegt, nichts von außen sichtbar ist und dann das hier auch ein bisschen aufgeräumt wirkt. Hinter dem Lenkrad gibt es analoge Rundinstrumente und dann kann ich hier auch die Anzeigen verstellen, des Bordcomputers zum Beispiel. Das Display hier in der Mitte wirkt im großen Cockpit relativ klein. Dann haben wir hier ein Navigationssystem an Bord. Außerdem kann ich dann hier auch Fahrzeugeinstellungen vornehmen. Wir haben eine Einparkhilfe, einen Totwinkelassistent und eine Anti-Schlupfregelung. Dann hier als Fahrassistenz. Natürlich kann ich dann auch ein Audiosystem ansteuern. Wenn ich dann hier drauf gehe, sehe ich, kann ich dann eben auch Apps verwenden, also Apple CarPlay und Android Auto. Zum Beispiel, wenn dann das Smartphone über den USB-Stecker, der hier im Armaturenbrett ist, dann auch verbunden ist. Zwischen dem USB-Stecker und dem Infotainment-Display sehen wir das Bedienelement für die Klimaautomatik. Das ist eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Da kann ich dann hier auch einstellen, dass ich die beiden Seiten, also Fahrer- und Beifahrerseite, getrennt oder gemeinsam steuern will. Und kann dann hier eine Automatikfunktion ansteuern, die Klimaanlage an- und ausschalten und dann eben auch die Windschutzscheibe defrosten und die Außenspiegel beheizen. Natürlich schon auch wichtig im Winter. Außerdem ist dann hier noch eine Tastenleiste, die relativ spärlich besetzt ist. Klar, den Warnblinkschalter gibt's. Dann habe ich hier einmal die Verschlussmöglichkeit für die Türen und auch die Verschlussmöglichkeit nur für den Laderaum. Die Fahrstufe wird über diesen kleinen Knubbel hier aus dem Stellantis-Baukasten betätigt. Da kann ich dann eben von P auf D stellen, um loszufahren. Es gibt außerdem dann noch eine B, eine Brake-Stufe für eine erhöhte Energierekuperation. Das fördert dann eben die Effizienz. Und das kann ich auch mit den Fahrmodi beeinflussen. Das kennen wir auch vom elektrischen Vivaro oder auch vom Zafira Live. Im elektrischen haben wir dann den Power, den Normal und den Eco-Fahrmodus, die natürlich dann auch die Leistung des Elektromotors beeinflussen und damit dann eben auch die Kraftentfaltung des Autos auf der Straße. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den normalen Modus, natürlich den Sicherheitsgurt und los geht die Testfahrt mit der Energie aus dem Wasserstoff. Der Brennstoffzellen-Vivaro fährt sich unspektakulär, wenn man ihn mit dem elektrischen Transporter, mit dem batterieelektrischen vergleicht, denn der Antrieb ist bei beiden gleich, der Fahrkomfort ist bei beiden gleich und der ist echt gut für so einen Transporter. Da merkt man, dass da auch Pkw-Gene im Auto stecken. Es gibt ja auch für die batterieelektrische Variante
das Zafira Live-Modell mit Elektroantrieb, der dann eben die Familienkutsche der Personentransporter ist. Der Antrieb leistet 100 kW im Power-Modus. Die Nennleistung wird mit 57 kW angegeben. Was bedeutet das? Der Strom kommt immer aus der Batterie, denn die Brennstoffzelle hat ja nur in Anführungszeichen 45 kW Leistung. Und die schleust sich dann eben auch über die Batterie in Richtung Motor oder die Elektronen besser gesagt. Und der holt dann da seine Energie raus. Die Reichweite wird mit 400 Kilometern angegeben, wenn sowohl Batterie als auch die Wasserstofftanks gefüllt sind. Das heißt, der Wasserstoffvorrat reicht für 350 Kilometer Strecke und dann muss nachgetankt werden. Das entspricht also einem Verbrauch von knapp unter 1,3 Kilogramm, so wird es ja gemessen, Wasserstoff pro 100 Kilometer. Und spätestens dann müssen eben die Tanks mit 700 Bar Druck wieder gefüllt werden. Und das schauen wir uns natürlich auch an. Das Tanken von Wasserstoff ist relativ einfach. Es unterscheidet sich kaum vom Tanken eines Benziners oder eines Dieselautos und ist auch sehr ähnlich dem Nachfüllen von Erdgas, zum Beispiel einem Gasauto. Die meisten Zapfsäulen werden von H2Mobility betrieben in Zusammenarbeit mit den Tankstellenbetreibern. Und dann hat man eine Karte von dieser Firma. Ist übrigens dann auch ganz praktisch, weil die Abrechnung zentral darüber läuft. Das Kilo Wasserstoff hat übrigens einen Festpreis. Der ist leider deutlich gestiegen vor nicht allzu langer Zeit. Kostet jetzt 13,85 Euro. Das ist so ein, ja, ist kein Marktpreis, sondern ein festgelegter Preis. Es gibt einige wenige Tankstellen, die nicht am gleichen System hängen und da gibt es dann variable Preise. Also jetzt stecke ich hier die Karte rein. Ich muss mich also damit identifizieren. So, dann wähle ich hier 700 Bar Druck. Gebe meinen PIN-Code ein, denn jede Karte ist sozusagen dann ja auch das Zahlungsmittel. Dann geht's los, dann habe ich hier den Tankeinfüllstopfen und hier sehen wir schon Wasser, denn das ist ja gekühlt, massiv gekühlt und hier sehen wir dann eben das Kondenswasser. So, dann mache ich das hier drauf, stecke das ein. So, und dann beginnt das System auch erst mit einer Dichtigkeitsprüfung. Das wird jedes Mal durchgeführt. Und das dauert jetzt ein bisschen. Da wird dann eben gecheckt, ist die Leitung dicht, ist der Tank dicht, gibt es so einen kleinen Gegendruck. Und dann beginnt eben das, ja, das Fließen des massiv gekühlten Gases mit 700 Bar Druck. Das war unsere Testfahrt mit dem Opel Vivaro E mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Ich hoffe, dieses Video hat einige interessante Einblicke und Informationen geliefert. Das Tanken des Wasserstoffs konnten wir zeigen. Und zum Schluss stellt sich jetzt die Frage, für wen ist denn dieser Transporter das richtige Nutzfahrzeug? Das ist natürlich schon eine Zielgruppe, die sehr eng gesteckt ist. Man muss also zum einen lokal emissionsfrei unterwegs sein wollen oder müssen. Das kann ja auch der Fall sein, dass man in einem Gebiet unterwegs ist, vielleicht noch nicht in Deutschland, aber denken wir auch mal ein bisschen internationaler, wo man ohne lokal emissionsfreies Fahren gar nicht mehr bestimmte Innenstadtgebiete ansteuern darf. Und man muss dann auch vielleicht ein Nutzerprofil haben, wo das Elektroauto mit Batterieladezeit nicht reinpasst. Stellen wir uns doch mal vor, wir sind, nehmen wir mal den Großraum Frankfurt, hier gibt es einige Wasserstofftankstellen oder den Großraum München. Wir sind hier unterwegs in einem Auslieferverkehrsbetrieb und haben
Schichten. Das Auto ist also rund um die Uhr im Einsatz, soll lokal emissionsfrei fahren. Und dann ist natürlich der Brennstoffzellen-Vivaro besser geeignet als das batterieelektrische Modell mit Ladezeiten, denn hier kann dann mal schnell zur Tankstelle gefahren werden und der Wasserstoff getankt werden. Die zusätzliche Batterie mit ihren 10,5 Kilowattstunden Speicherkapazität bringt dann da noch so einen ganz guten Puffer, falls entweder mal was ist, ja, dass die eine Tankstelle nicht funktioniert, man zur nächsten fahren muss oder da, dass man einfach hier ein bisschen flexibler noch ist. Ein teurer Spaß ist das Ganze noch, denn der Vivaro mit Brennstoffzelle ist noch nicht so ein Massenprodukt wie die Verbrenner und die batterieelektrische Version. Die Bauteile sind teuer, die Fertigung ist teuer und da kommt dann schon einiges zusammen. Es gibt die Möglichkeit, das Auto zu kaufen, dann wird es in der Tat sechsstellig, also ist dann der Vivaro schon mehr, deutlich mehr als doppelt so teuer wie die batterieelektrische Variante, auch mit dem großen Akku. Dieses Fahrzeug wird natürlich dann an Kunden verleased und auch hier sind die Preise dann natürlich höher als bei den anderen Versionen. Es geht, je nachdem, wie lang man das Auto dann im Leasingvertrag hat, wie viele Kilometer man fährt, los bei knapp unter 1000 Euro Leasingrate im Monat. Es kann sich aber natürlich rechnen, wenn nämlich das Auto ständig im Einsatz ist und man damit vielleicht mehr Umsatz macht als mit der batterieelektrischen Variante, die eben dann doch ihre Standzeiten hat, dann kann sich sowas dann irgendwann rechnen. Das muss man sich dann einfach halt mal am Taschenrechner oder an der Excel-Liste dann zusammenstellen. Ich hoffe, euch und Ihnen hat das Zusehen bei diesem Video gefallen und ich freue mich, wenn wir dich und euch bald wieder begrüßen können hier beim YouTube-Kanal des AVD, des Automobilclubs von Deutschland. Bis dahin, ciao.